Fastnacht in Basel. Die Narrenzunft, alte richtig, hat die moderne Kunst im Visier. Zielscheibe ist der Düsseldorfer Plastiker und Aktionskünstler Josef Beuys. Das Kunstwerk der Narren besteht aus Kupferstöcken, Kupferrohren und Filzanzügen. Auch ein alter Eselskarren gehört dazu. Unmittelbarer Anlass für die närrische Attacke ist der Ankauf eines Beuys-Objekts für einige hunderttausend Franken durch das Basler Kunstmuseum. Mit ihrer Feuerstätte 2, einem Gegenstück zur Installation im Museum, möchten die Narren beweisen, wie spielend leicht moderne Kunst nachgemacht werden kann. Bereitwillig signiert Beuys die Filzanzüge, die, wie den Narren wohlbekannt, mit Künstlersignatur auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt werden. Beuys ist auf Spott und Ablehnung gefasst. Immer wieder muss er stellvertretend für seine Künstlerkollegen den Kopf hinhalten, wenn es darum geht, der modernen Kunst eine Bresche zu schlagen. Beuys liebt das Bad in der Menge. Längst sind ihm Rednerbühne und Straße vertrautes Terrain. Selbstsicher und sendungsbewusst stellt er sich dem Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik. Belustigt verteilt er Handzettel, auf denen verhalten Stimmung gegen seine Arbeit gemacht wird. Da schreiben die Narren: Geschmiert mit teurem Steuerfett brennt Beusens krause Feuerstätt, dieweil die Feuerstätte 2 da unentgeltlich besser sei. Seltsamerweise trennen sich nur wenige von ihrem durch die Beuys-Signatur künstlerisch aufgewerteten Filzornat. Jeder möchte seinen kostbaren Beuys-Fetisch getrost nach Hause tragen. Es muss wohl doch etwas dran sein an dieser Kunst von Beuys. Wieder einmal hat Beuys eine Schlacht gewonnen. Als strahlender Sieger bleibt er auf dem närrischen Kampfplatz zurück. Die Relikte der Narretei regen den Künstler zu neuen Taten an. Das originale Beuys-Objekt Feuerstätte im Museum. Ein stilles, verschlüsseltes Environment. Ein weiter Raum mit überlegt aufgestellten Materialien, von denen eine suggestive Spannung ausgeht. Feuerstätte. Der Titel weckt Assoziationen zu archaischen Kultstätten, zu Primitivkulturen, zu altertümlichen Werkzeugen, Instrumenten und Lebensformen. Gleichzeitig wecken Titel und Objekt beim ungeübten Kunstbetrachter auch Zweifel an der modernen Kunst. Das ungewöhnliche Kunstwerk belebt, selbst wenn Snobs die Nase rümpfen, die grundsätzliche Frage nach der Kunst, der Beuys nicht ausweicht. Herr Beuys, was ist Kunst?
Kunst ist das Element im Weltinhalt, ganz allgemein könnte man sagen, wo der Mensch erfährt, dass es der Punkt ist, aus dem heraus etwas in die Welt kommt, aus dem heraus etwas produziert wird, was immer neu ist, also evolutionär. Ich merke, ihr seid noch mitten in der Arbeit. Kannst du mir nicht Ja, mach ich. Wird sofort in Angriff genommen. Sofort in Angriff genommen. Aus dem heraus also etwas in die Welt kommt. Es ist also ein anthropologischer Kunstbegriff hier im Spiele. Sie vertreten die These, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ist auch dieser Akt des Kohlrabi-Schälens für Sie ein gestalterischer Akt? Ganz unbedingt. Es ist ein Gestaltungsprozess im Sinne der menschlichen Arbeit, ganz allgemein. Und menschliche Arbeit bezieht sich auch auf die menschliche Fähigkeit. Man weiß, es gibt Menschen, die diese Körperfähigkeit beispielsweise nicht besitzen, aufgrund einer Krankheit beispielsweise. Also wenn man den Begriff schon so weit befasst und bezieht, muss er sich auf die Arbeit beziehen, entweder als körperliche Arbeit oder als geistige Arbeit. Was ist für Sie die Schönheit? Die Schönheit ist der Glanz des Wahren. Bei Josef Beuys ist Lebenslauf gleich Werklauf. Deshalb ein Blick zurück in die Kindheits- und Jugendjahre des Künstlers. 1921 kommt Beuys in Krefeld im Hause eines kleinen Geschäftsmannes zur Welt. Er erhält eine strenge katholische Erziehung. Das intakte Elternhaus stattet ihn frühzeitig mit genügend Selbstbewusstsein und Willensstärke aus. Die niederrheinische Landschaft um Kleve, wo Beuys aufwächst, ist eine Gegend für Grübler, Eigenbrödler, Individualisten und Pläneschmiede. Das weiträumige, flache Land inspiriert einen fantasievollen Menschen, um zwischen Naturphänomenen und Ahnungen seine Fäden zu spinnen. Beuys unternimmt imaginäre Reisen in mythische Zeiten. Faszinierend findet er die nordischen Länder und Völker. Wir hatten einen Lehrer, so erzählt er, einen alten Islandfahrer, der schon als Kind dort gewesen war und mich in dieser Vorliebe bestärkte. Weiter erinnert sich Beuys, ich habe mich jahrelang verhalten wie ein Hirte. Ich bin herumgelaufen mit einem Stab und hatte immer eine imaginäre Herde um mich versammelt. Als Schüler liest Beuys Kierkegaard, Hamsun, Marterling und George, hört Musik von Wagner und Satie und befasst sich vor allem mit den Bildvorstellungen der Symbolisten und Jugendstilkünstler. Die rätselhaften Vorgänge in der Natur versucht Beuys wie ein menschliches Organ zu begreifen. Tiere in dieser Gegend versammelt er in einem Privatzoo. Mit Spielkameraden zusammen errichtet er Zeltbauten aus Stoffresten, Tüchern und Lappen und zeigt dort Mücken, Käfer, Kaulquappen, Ratten, Mäuse. Die Kinder heben Gräben aus, buddeln sich Labyrinthe, Räume unter der Erde. Die Jugenderlebnisse setzen sich im Gedächtnis fest. Beuys wird später, wenn er sein künstlerisches Werk erarbeitet, aus diesem Fundus schöpfen.
Der Kölner Schriftsteller Heinrich Böll über seinen Freund Josef Beuys. Ich sehe ihn einfach wie eine Figur oder eine Gestalt aus einem Bosch-Bild herausspringen. Beuys selbst als Bosch-Figur. Und da ist natürlich auch der geografische Bezug und ich vermute, dass seine Affinität zum Keltischen, die er ja immer wieder ausdrückt, nicht zufällig ist, dass das wiederum eine Mischung des, sagen wir getrost, Germanischen mit dem Keltischen sich in ihm verkörpert und seine scheinbare mystifikatorische Komponente einfach eine mystische ist, die neu erkannt werden muss. Diese mystifikatorische Komponente zum Verständnis des Beuys'schen Werkes von herausragender Wichtigkeit wirkt sich manchmal allerdings auch störend aus. Nämlich dann, wenn die Beuys-Jünger ihren Meister mit der Aura des Geheimnisvollen ausstatten. Mystifiziert wird zum Beispiel die Militärzeit von Beuys. Von mir aus wird sie nicht mystifiziert, aber Sie wissen, dass mit allen Kriegserlebnissen sehr oft Mystifikation betrieben wird, hauptsächlich von den Leuten, die fragen oder die interessiert sind. Ganz besonders, wenn ja auch in meiner Biografie tatsächlich oftmals das Erlebnis mit den Tataren beispielsweise erscheint und die Zusammenhänge mit Filz und Fett. Aber das sind ja schließlich keine, von mir aus gewollten Mystifikationen, sondern es sind tatsächlich Erlebnisse, vielleicht im Sinne von Schlüsselerlebnissen oder es sind Kontakte, die in meiner Biografie eine ganz bestimmte Rolle gespielt haben. Sie sind abgeschossen worden, wenn ich mich nicht täusche. Ja, man wurde ja gelegentlich abgeschossen. Das wurde dann eine Notlandung daraus oder es wurde ein schwerer Absturz. In diesem Fall war es ein schwerer Absturz. Wo? Das war unmittelbar hinter dem Tatarengraben auf der Krim. Also da, wo der Flaschenhals ist, wo die Krim ansetzt, da gibt es einen Graben aus der Tatarenzeit, aus der frühen Tatarenzeit, so eine Art Festungsbau. Und dort waren eben entsprechende Einsätze zu fliegen gegen Brückenköpfe der russischen Truppen. Und diese Einsätze waren regelmäßig zu fliegen, nicht? Auch gegen Flakstellungen. Also das waren Einsätze gegen den sogenannten Knüppeldampf, den die Russen durch dieses faule Meergebiet, so heißt die Gegend, vorbereitet haben, um dann die Invasion in die Krim dann zu machen, was dann auch geschehen ist. War das Ihr Wunsch, zu der Luftwaffe zu kommen? Ja, es war mein Wunsch. Hat Ihnen das Fliegen etwas Besonderes vermittelt? Ja, es hat mir das vermittelt, was also, wie soll ich sagen, der Punkt von außen ist, von dem man sozusagen von oben auf die Sache schaut, um einen größeren Überblick über die Zusammenhänge zu bekommen. Ich fange ja auch heute oftmals eine Diskussion sehr oft damit an, indem ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie wären an einem sehr, sehr fernen Punkt und schauten auf die Erde herunter, von außerhalb. Was würde Ihnen sozusagen als das Allerwichtigste erscheinen? Was wäre das, was das Hervorstechendste wäre? Und wie kann man von dem, was das Hervorstechendste ist und was das Allerwichtigste ist, seinen Ausgangspunkt finden, um dann nach und nach in die Details zu kommen? Ich versuche ja immer vom Allerwichtigsten auszugehen, von dem, was sich unmittelbar dem Auge aufdrängt, wenn man einen großen Abstand nimmt gegenüber den vielen Details. Sie haben nach dem Kriege dann das Kunststudium aufgenommen an der Düsseldorfer Akademie und waren Schüler von Mataré. Was hat Mataré Ihnen vermitteln können? Nun, immerhin, Mataré war ein sehr fähiger Lehrer in Bezug auf eine autonome Form, so könnte man es sagen. Ich habe auch vorher Lehrer gehabt an der Kunstakademie. Ich bin nicht unmittelbar zu Mataré gekommen. Ich hatte erst einen Lehrer, der ein konsequenter Akademiker war im Sinne des Beobachtens von Aktmodellen, von Anatomie und so weiter und so fort. Also einfach im Sinne der Übernahme dessen, was vorgegeben ist
dem vorgegebenen Naturobjekt. Also man könnte sagen, nicht im Sinne einer autonomen Form, im Sinne der autonomen Erfindung des Künstlers, sondern einfach im Sinne der Übernahme, der realistischen Übernahme dessen, was vorgegeben ist. Auch sogar im Sinne einer Kopie. Nicht? Also bei Matare war die Betonung auf dem Formprinzip als einem autonomen selbstverständlich sehr viel stärker da. Oder vielleicht sogar bis in eine sehr radikale, in ein radikales Wollen. Matare braucht seinen Schüler bestenfalls in dessen Formvorstellung zu bestärken. Denn Beuys betritt die Akademie bereits mit eigenen Vorstellungen. Der Korpus und das Kreuz sind für Beuys seit früher Jugend Versöhnungszeichen westöstlichen Denkens. Am Christentum berührt ihn der humane Naturbegriff, die Forderung nach Selbstlosigkeit. Beuys über seine frühen Arbeiten. Das Kreuz ist eigentlich ein ganz organisches Gebilde, was die Dinge, die das Christentum anspricht, wie Herz, Liebe oder Selbstaufgabe, mit einbezieht. Das habe ich versucht auszudrücken und direkt organisch darzustellen, wie eine Art psychologischer Vorgang. Aus der Zeit dieser Objekte stammt die eigenwillige Forderung, Plastik muss eben sein wie ein Fußabdruck im Sande. Ich will kein ästhetisches Kunstwerk mehr, ich mache mir einen Fetisch. Die künstlerische Unabhängigkeit von Beuys lässt sich bis in die Anfänge seiner Künstlerexistenz zurückverfolgen. Sein frühes Werk besteht überwiegend aus Zeichnungen, Collagen und Aquarellen. Erst Ende der 50er Jahre macht er größere Objekte und geht dann zu provozierenden Aktionen über. All dies bildet eine Ganzheit, vor deren Hintergrund sich der komplexe und universelle Kunstbegriff des Künstlers erklärt. Die Natursujets der 40er und 50er Jahre sind von großer Einfachheit. Verarbeitet werden Blätter, Pflanzen, Blumen, gedeutet wie menschliche Organe oder wie Gebilde aus Plasma, die sich bewegen und zu atmen scheinen. Beuys stellt damit Beziehungen her zwischen Wachstum und Verwandlung, zwischen Form und Formlosigkeit. Die hochentwickelte Natur, verkörpert durch die menschliche Anatomie, versucht Beuys in wenigen markanten Strichen zu erfassen. Der weibliche Akt als festgehaltener Augenblick in einem Bewegungs- und Handlungsablauf. Die Frau, die Mutter, das Kind sind für Beuys Symbole der Fruchtbarkeit, des sich erneuernden Lebens, der Lebendigkeit. Es gibt so viele Blätter und Variationen dieses Themas, dass der Eindruck entsteht, Beuys schwebe eine Verherrlichung der Frau vor. Eine unerwartete Auslegung bietet Beuys für die Maschine, das Instrument und das Handwerkszeug an. Er sieht in ihnen eine Verlängerung der Natur, eine Erweiterung der natürlichen Rohstoffquellen, aus denen der Mensch seit der Steinzeit schöpft.
Die Materialbilder und Collagen sind als Landschaften oder auch als abstrakte Kompositionen zu deuten. Trotz ihrer dürftigen Form und ihres einfachen Inhalts finden die Arbeiten auf Papier eine breite Publikumsresonanz. Auch Boys Gegner bescheinigen ihnen hohe künstlerische Qualität. Bestechend ist offenbar die ästhetische Kraft, die Zartheit der Linie, die Transparenz und Bescheidenheit in den Mitteln. In diesem Teil seines Werkes schert Beuys kaum aus der Umgrenzung vertrauter Stilarten aus. Er ist, sofern man ausschließlich formale Kriterien heranzieht, ein sparsamer Realist mit gelegentlichen Anflügen eines Abstrakten. So muten dann auch die Interpretationsunlust oder die Belobigungen, wie sie sich in den Aussagen einiger Experten spiegeln, zunächst etwas befremdlich an. Ich glaube, man sollte generell nicht versuchen, Kunst zu interpretieren, weil der Künstler etwas macht, was zum Ansehen da ist. Und wenn er es interpretiert haben wollte, dann würde er vielleicht Texte schreiben. Ganz unabhängig von der Philosophie seiner Kunst, ist die Art und Weise, wie Beuys mit Material umgeht, verbindlich geworden für eine ganze Generation. Wir würden uns kaum zu einer großen Beuys-Ausstellung entschieden haben, wenn wir nicht der Ansicht wären, dass es sich bei Beuys um eine ganz hervorragende Figur handelt. Er ist schwer einzureihen, steht abseits von dem, was irgendwie formelle Kunst bedeutet und ist, glaube ich, für Amerika in diesem Moment von ganz besonderem Interesse. Die Bedeutung von Beuys für die aktuelle Kunst ist vor allem von seinen Objekten und Aktionen herzuleiten, was nicht ausschließt, seine Blattkünste als Vorstufen eines großen Wurfs mit zu berücksichtigen. Das wird beim Anblick eines solchen Sammelsuriums selbstverständlich auf Anhieb nicht plausibel. Das soll Kunst sein, so werden manche fragen. Eine Voreingenommenheit dieser Art und die bornierte Gewissheit über das, was Kunst zu sein habe, führt gewiss nicht weiter. Deshalb sei empfohlen, etwas geduldiger hinzuschauen und die Dinge zu identifizieren. Es sind Gegenstände, die einen Labortisch füllen oder die Werkbank oder den Schreibtisch oder die Schubladen oder die Regale. Offenbar hat der Künstler das Inventar seines Ateliers ins Museum gebracht. Genau das ist geschehen. Die Instrumente, Flaschen, Pulver, Flüssigkeiten und sonstige Stoffe, die Beuys als Aktionskünstler gebraucht hat, sind hier hinterlegt. Zum ausgefallenen Titel der Stellage Beuys selber. Der Schrank heißt Barak Dul Ode. Barak schon einmal aus dem gestellartigen Material, also Dachlatten zusammengesuchte Teile von Hölzern, unbearbeitet und genagelt und zusammengebunden. Dul Ode, Dul bezieht sich auf, was man auch in Englisch Dull nennt. Solche Wortwurzeln gibt es in der germanischen Sprache, in den verschiedensten Färbungen. Dull heißt, man könnte sagen, einfach oder absurd auch. Nicht? Dasselbe wiederholt sich nochmal in Ode oder Ode. Ode wird entweder benutzt in, zum Beispiel in der englischen Sprache als merkwürdig, aber auch in skandinavischen Sprachen auch als einöde. Das sind so zwei Begriffe, die sich gegenseitig verbinden und nochmal steigern. Die Aufschlüsselung des Titels vermittelt Atmosphärisches. Der Titel selbst führt darüber hinaus freilich auch nicht viel weiter. Seit Beginn der 60er Jahre müssen Beuys Objekte als Überbleibsel von Aktionen gesehen werden. Sie waren einst Mittel zum Zweck, sie sind nun abgelegte Erinnerungsstücke an vergangene Happenings. Man sieht ihnen ihr Alter an.
Beuys will, dass sie die Zeichen der Zeit tragen, die Patina des Verwesens, des Oxidierens, der organischen und chemischen Umwandlung. Sie haben Staub angesetzt. Isoliert betrachtet vermitteln solche Stücke des Kultur- und Zivilisationsmülls einen freundlichen Eindruck von der Ästhetik des Hässlichen. Es hieße Beuys jedoch missverstehen, seine Arbeiten ausschließlich als Zeitkritik zu begreifen. Das unmittelbar vom Auge Erfassbare ist nur ein Aspekt der Objekte. Die Gegenüberstellung von Energieaggregaten einer primitiven und einer hochentwickelten Technologie, wie zum Beispiel einem Magneten und einer Elektrokochplatte, soll die Beuys'sche Energielehre verdeutlichen. Beuys formuliert sie in seinem sogenannten Energieplan für den Menschen im Westen. Darin bezieht er sich überwiegend auf die unsichtbaren Energien des Menschen. Erstmals wird klar, dass die Gegenstände nur Stellvertreter für Gedanken, Ideen und Gefühle sind. Sie dienen als Symbolträger. Das Beuys'sche Werk ist symbolisch zu verstehen. Beuys ist als Künstler Symbolist. Der Generatorstab, eines der wichtigsten Objekte, das ihr überhaupt gemacht habt. Das Einzige, das er in Afrika gemacht hat, kein Kaffee, kein Nikotin, keinen Alkohol, keine Drogen, sondern der Generatorstab von Joseph Beuys hat die Ernährungsfunktion des Gehirns. Zugegeben, Wilps Aussage wirkt etwas übertrieben, doch sie trifft den Kern der Sache. Beuys verwendet nachweislich seit 1962-63 in größerem Umfang Fett, Wachs, Honig, Filz und Kupfer. Die Öffentlichkeit reagiert verstört und empört. Will sich hier jemand über den Publikumsgeschmack und die Kunst lustig machen? So fragen viele. Gleichzeitig entwickelt Beuys auch eine revolutionäre Theorie über Plastik. Er will nicht mehr die abgeschlossene Skulptur, sondern die Prozesse, die zur autonomen Form führen, zeigen. Diesen Begriff von Plastik dehnt er auf die Bereiche des Denkens und der Gesellschaft aus. Die Aufgabe des Plastikers besteht für Beuys nun darin, die Gesellschaftsstruktur zu analysieren. Provokation durch die Mittel gehört zu seiner künstlerischen Methode. Fett, Wachs, Honig, Filz und Kupfer sind bei Beuys Symbole für das Denken, für die Energien innerhalb der Gesellschaft, für die menschliche Arbeit. Die Fettobjekte verweisen auf die komplexen Phänomene im Wärmehaushalt der Organismen. Denn ähnliche Verhaltensweisen wie Fett zeigt auch der menschliche Organismus. Durch einen plastischen Vorgang, so Beuys, entsteht aus der aufgenommenen Nahrung physische Substanz, geistige Energie, die die Basis menschlicher Arbeit ist. Das Fett war ja gerade das ideale Material, mit dem man die Zustände von chaotischer Kondition, von bewegungsmäßigem und Formprinzip zeigen konnte. Das Formprinzip tritt auf als Fettecke im Raumkontext. Das ist also die Endform von dem ganzen Umgehen mit diesem anfälligen Material, könnte man sagen. Was, wenn man es einfach herbeischafft oder unter Umständen auch noch in die verschiedensten Wärmebedingungen hineinstellt, zum Beispiel zerfällt, wegfließt, in alle Gegenden wegfließt, durch die Aktion wird also transportiert, vom unbestimmten Zustand in den bestimmten. Also da hat man in dem Feld eine ideale Möglichkeit, mit einem so anfälligen Material
die Bestandteile der Plastik zu zeigen in der Aktion. Aber jetzt nicht Plastik als einem statischen, sondern Plastik als einem universalen Element. Fett und Wachs sind Stoffe, aus denen Energie entstehen kann. In erhitztem Zustand stehen sie für das Amorphe, das Chaos, das Ungestaltete. Erkaltet nehmen sie Form und Struktur an, werden Plastik. Diese monumentale Plastik aus Talg und Wachs nennt Beuys Unschlitt, der altertümliche Name für Talg. Nach einem langwierigen Erkaltungsprozess entstand die endgültige plastische Form. Beuys sieht darin einen ständigen Energiespeicher. Filz auf dem nackten Körper erzeugt Gänsehaut. Andererseits hat er den Vorzug, Wärme zu erzeugen und Wärme zu speichern. Für Beuys ist Filz ein Isolator, der lebensspendende Kraft besitzt. In den stillen Objekten, die Beuys aus Filz macht, ruhen für ihn die Energien des Geistes und der Fantasie. Diese Energien sind jederzeit abrufbar, wenn es darum geht, die positiven Fähigkeiten des Menschen unter Beweis zu stellen. Und die Idee der Freiheit, der Solidarität und der Humanität in die Tat umzusetzen. Die Wahl dieser Materialien kommt ja gar nicht aus einem malerischen Impuls zunächst, sondern sie kommt aus einem plastischen Wollen. Diese Materialien treten auf zu einer Zeit, als ich versucht habe, den Begriff Plastik in seine Bestandteile zu zerlegen, also eine Analyse des Begriffs Plastik zu betreiben. Und da tritt Filz auf als ein isolierendes Element innerhalb der drei Konstellationen von Plastik, unbestimmt, bestimmt und Bewegung. Und da also etwas, sagen wir mal, stofflich-substanzielles genommen werden muss, habe ich etwas genommen, was keinerlei Äußerung hat zur Farbe hin oder zur Form hin. Also ich habe versucht, ein ganz neutrales Element zu nehmen. Und nun ist ja Grau eine Neutralisierung von Farbigkeit zunächst. Aber es ist gar nicht die Absicht damit verbunden, etwas Graues darzustellen, etwa im Sinne des traurigen Tristen. Kupfer, ein leitendes Material, kennzeichnet das geistige Kräftespiel im privaten und öffentlichen Leben. Mit seinen Kupferplattenobjekten, die den Eindruck des Monumentalen erwecken, objektiviert Beuys sein Vertrauen in die Entwicklung der Gesellschaft. Der Wärme- und Energiebegriff reicht bei mir sehr weit, sagt er. Ich meine damit eine geistige oder evolutionäre Wärme und Energie, nämlich den Evolutionsbeginn. Damit meldet Beuys seinen Anspruch auf den politischen Sektor an. Trotz
trotz vehementer Ablehnung durch die breite Öffentlichkeit findet Beuys mit seinen Objekten Anklang bei Sammlern. Erst 1965 hatte der damals 44-jährige Plastiker seine erste Einzelausstellung in einer Galerie. Seither ist er vom Erfolg verfolgt. Inzwischen rangiert er auf Platz 2 in der besten Liste der 100 höchst dotierten internationalen Künstler, ermittelt von dem Kölner Kunstjournalisten Willy Bongard. Wenn der Bekanntheitsgrad von Künstlern allerdings einen Hinweis gibt auf deren Chance als Kapitalanlage, dann bedeutet es, dass Joseph Beuys der zweitinteressanteste Künstler vom Gesichtspunkt der Kapitalanlage ist. Solch ein heißer Tipp wirkt sich auf die Preise aus. Dieses VW-Bus-Objekt mit herauspurzelnden Schlitten ließ sich der Sammler Jost Herbig schon 1971 100.000 Mark kosten. Inzwischen dürfte es das zwei- bis dreifache wert sein. Die Arbeit trägt den Titel Das Rudel und gehört entfernt in die Themengruppe der Tierdarstellungen, die Assoziationen zu Herdentrieb, Blutsbande oder Sippe herstellen. Beuys bescheinigt auch dem Menschen bislang unerforschte archetypische Verhaltensweisen, die die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens schaffen. Dieser sogenannte Urschlitten macht auf die existenznotwendige Erd- und Naturverbundenheit des Menschen aufmerksam. Eine Sonderstellung unter den Tieren hat für Beuys der Hase. Als Verwerter des häuslichen Speiseabfalls hält Beuys sich die domestizierte Art des Hasen im Innenhof seiner Düsseldorfer Atelierwohnung. Der Hase verfügt nach Beuys über starke Blutskräfte und hat Beziehungen zur Frau, zur Geburt, auch zur Monatsregel, überhaupt zu sämtlichen chemischen Umwandlungen des Blutes. Er ist das Tier der Bewegung und steht in einem engen Verhältnis zum Menschen. Er gräbt sich Schächte und Mulden, Behausungen in den Boden und wird so total eins mit dem Erdreich, symbolisiert so Inkarnation und Wiedergeburt. Gewiss etwas ausgreifende Gedanken, doch mit viel Fantasie lassen sie sich nachvollziehen. Die Vorstellungen und Bilder von Joseph Beuys profitieren ohnehin von den Kräften des Irrationalen. Es gehört gerade zu seinen großartigen Erfindungen, dass er dem Irrationalen in Gestalt des Poesievollen einen weiten Raum in der modernen Kunst, die sich immer stärker auf intellektuelle Planspiele einlässt, erschlossen hat. An die Stelle der herkömmlichen Mittel der Maler und Bildhauer setzt er ungewöhnliche Materialien. Auch geht er über den Erfinder der Ready-Mades, Marcel Duchamp, weit hinaus. Er hat erkannt, dass Fett nicht nur ein gestaltloses Nahrungsmittel, Filz ein primitives Bekleidungsmaterial oder Kupfer ein farbenreiches Industrieerzeugnis ist, sondern dass diese Stoffe auch über sich hinausweisen. Bei diesem Transzendieren entstehen Bilder, die sich dem üblichen Verständnis von Malerei und Plastik widersetzen. Es sind Parallelbilder zur unmittelbar sichtbaren Wirklichkeit. Sie sind, wie alle Poesie, von unerklärlicher Kraft und deshalb auch nur als Anmutung aufzunehmen. Der Spekulation und Legendenbildung über Werk und Person des Künstlers scheinen Tür und Tor offen zu stehen. Das erkennt Beuys rechtzeitig. Deshalb stützt er sich bereits bei seinen frühen Fluxus-Aktionen, die er gemeinsam mit den Vertretern der Fluxus-Bewegung Anfang der 60er Jahre durchführt, auf sprachliche Erläuterungen. Das Wort und der Gestus sind das elementare Material des Künstlers. Die Objekte im Museum geben Auskunft über etwas, was bereits geschehen ist. Also es ist immer wichtig, dass man diese historischen Dokumente wahrnimmt. Sonst braucht man zum Beispiel keine ägyptische Skulptur mehr anzuschauen, nicht? Diese Überlegung hat also auch zu Fluxus geführt.
im Sinne eines stimulieren Wollens, denn Fluxus ist ein Begriff des fließenden Elementes. Dort fließen Kräfte ein oder können Kräfte einfließen, die im normalen Gebrauch von Wissenschaft oder von Kunst in reduzierter Form fixiert sind, relativ fixiert sind oder relativ statischer sind, relativ traditioneller sind. Empfinden Sie sich heute noch als Fluxus-Künstler oder sind Sie schon über Fluxus weit hinaus? Nein, ich empfinde mich heute immer noch als Fluxus-Künstler oder man könnte sagen, vielleicht sogar heute erst als richtiger Fluxus-Künstler. Die Fluxusbewegung setzt sich die Aufweichung verhärteter Strukturen zum Ziel. Beuys verlässt bald die Gruppe von Künstlern, Musikern, Schriftstellern und Akteuren, wird zum Wortführer einer eigenen Bewegung, die sich Deutsche Studentenpartei als Metapartei nennt und durch Flugblätter mit Stempelaufdruck und durch Veranstaltungen von sich reden macht. 1970 begründet Beuys die politische Bewegung Freie Volksabstimmung. 1971 ruft er die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ins Leben, eine frühe Vorläuferin der heutigen Bürgerinitiativen. Mit diesen Gruppierungen wendet Beuys sich gegen die Parteien, gegen eine verkrustete Bürokratie und vor allem gegen die Bevormundung durch den Staat. Leidenschaftlich kämpft er für die Freiheit des Individuums, was manchmal zu verschwommenen Verlautbarungen und hemdsärmeliger Radikalität führt. Mit Missbehagen verfolgt Beuys auch die Entwicklung im Bildungswesen. 1971 gerät er in den Clinch mit dem Düsseldorfer Wissenschaftsministerium, als er sich über den Numerus Clausus hinwegsetzt und in seine Klasse für monumentale Plastik weit mehr Studenten aufnimmt, als die Studienordnung zulässt. Seine Sekretariatsbesetzung als Protest gegen die kompromisslose Haltung des Ministers kostet ihn 1972 seinen Lehrstuhl an der Düsseldorfer Akademie. Nach einem mehrjährigen Rechtsstreit kommt es zu einer gütlichen Einigung. Beuys wird weitgehend rehabilitiert. Beuys, ein politischer Utopist. Meiner Meinung nach ist jeder Künstler verpflichtet zur Utopie und Beuys ist sicher einer der konsequentesten, der in diesen Utopien plant, um dann im Endeffekt wenigstens etwas realisieren zu können. Siehe seine Hochschule für kreatives Schaffen. Das sind zugegebenermaßen Utopien und das wird ihm ja auch immer vorgeworfen, aber es ist einfach die Möglichkeit, um etwas vorwärts zu bewegen und das ist ja der Grundtenor im Werk und in der Persönlichkeit von Beuys, dass er Anregungen gibt, dass er über den üblichen Kunsttext hinaus Anregungen gibt, bis hin auf die politische Ebene, bis hin auf die gesellschaftspolitische Ebene. Aus seinen unliebsamen Erfahrungen mit den staatlichen Bildungseinrichtungen zieht Beuys die Konsequenzen und verfolgt seither die Idee einer freien internationalen Universität. Das erste Semester der vorerst in der Bundesrepublik noch nicht fest etablierten Einrichtung fand auf der Kasseler Documenta 1977 unter dem Titel Honigpumpe am Arbeitsplatz statt. Biene, Honig und Wachs bringt Beuys in Verbindung mit einem Vorgang, bei dem auf fast unmerkliche Weise aus dem Blütenstaub der Pflanzen Honig und aus dem formlosen Wachs die kristalline Struktur der Waben entsteht. Organisches und Kristallines beruhen für ihn, wie das Denken, auf einem dynamischen Prinzip, das Tod und Leben aufeinander bezieht. Honig, so Beuys, ist zweifellos eine lebendige Substanz. Honig verhält sich wie das menschliche Denken. Der menschliche Gedanke kann aber auch seine Zähne zeigen, tödlich sein, auch tot bleiben, sich todbringend äußern.
Beuys verklammert sein Honigpumpenmodell mit den Theorien des Anthroposophen Rudolf Steiner, der 1923 notierte: Der Plastiker zaubert aus der menschlichen Form das hervor, was die Natur verbirgt. Beuys folgert, macht die Geheimnisse produktiv. Der Künstler über seine Honigpumpe. Die Honigpumpe ist ja zweierlei. Erst einmal ist hier das physische Signal für die eigentliche Honigpumpe, die hinter dem Loch ist. Hinter dem Loch arbeitet die Free International University als einem Arbeitskollektiv permanent 100 Tage, als 100-Tage-Aktion, an allen möglichen Fragen der Gesellschaft. Also der erweiterte Kunstbegriff bezieht sich auf jeden Menschen, ist also anthropologisch, und bezieht sich auf alle Problemfelder in der Gesellschaft, die zu transformieren wären. Also ein transformatorisches, evolutionäres, revolutionäres Tun dieses Arbeitskollektives. Dieses Arbeitskollektiv als an einem Arbeitsplatz arbeitend ist auch wichtig, dass der Begriff Arbeitsplatz fällt, wenn man ihn gemeinhin ja nur im industriellen Sektor vermutet. Aber unter einem erweiterten Kunstbegriff erweitert sich auch der Ökonomiebegriff bis in die Kultur hinein. Und es kann nicht länger eine Schule, eine Universität, eine Presse, Rundfunk und Fernsehen gesehen werden außerhalb eines solchen Wirtschaftsbegriffes. Denn dort werden die wichtigsten und entscheidendsten Güter produziert, nämlich Erkenntnisgüter, Fähigkeitsgüter, geistige Güter, die ja die Voraussetzung wiederum sind, um in einer Wirtschaft, die Naturgüter produziert, angewandt zu werden. Das heißt, an diesen Arbeitsplätzen, von diesen Arbeitskollektiven, wird das Kapital erarbeitet. Also Kreativität als der neue Begriff für Kapital, ganz real und konkret. Natur und Technik werden an diesem Ort in einem Kreislauf miteinander verknüpft. Das geschlossene System widerspricht allerdings deutlich dem von Beuys propagierten erweiterten Kunstbegriff, der ja ausdrücklich die Offenheit betont. Der Widerspruch löst sich, indem Beuys der Honigpumpe den geistigen Arbeitsplatz der Freien Internationalen Universität als Umschlagplatz für Ideen jeder Art angliedert. Die Freie Internationale Universität führte in den 100 Tagen ihres Bestehens auf der Documenta Menschen aller Gruppierungen und Schattierungen zusammen. Heinrich Böll über dieses Projekt. Der Hauptsinn ist, glaube ich, die Aufhebung der Grenzen und die Aufhebung der scheinbar totalen Fachkompetenz, auch eines Künstlers über Kunst. Da kann man lange drüber streiten. Und diese Produktivität in Menschen zu wecken, zu fördern, nicht nur hinlenken auf Kunst, also dass einer jetzt malt oder schreibt oder komponiert oder was, auch das, sondern seine Fähigkeiten, nennen wir es einfach seine Fähigkeiten, zum Ausbruch bringen und zum Ausdruck bringen. Das wäre der Sinn einer solchen Schule, die natürlich nicht in irgendeiner Weise mit unserem konventionellen Schulbegriff zu tun haben kann. Und wenn ich mir angucke und anhöre und täglich lese, wie viele Schüler krank sind, wie viele Menschen krank sind, psychisch krank, physisch krank, wie viele Lehrer, Schüler, Richter und so weiter, kommt mir die Idee dieser Schule immer wichtiger vor. Mit seinem gesellschaftlichen Engagement steht Beuys heute stärker denn je im Kreuzfeuer der Kritik. Er verdankt es seinem Durchstehvermögen, seiner Integrität und nicht zuletzt seiner persönlichen Ausstrahlung, dass er nicht nur für seine politischen Auffassungen, sondern auch für seine schwer verständliche Kunst immer mehr Anhänger findet. Er arbeitet unerschütterlich am Gesamtkunstwerk einer zukünftigen Gesellschaftsordnung. Dazu Beuys. Die Hauptintentionen meiner Arbeit berücksichtigen das ganze menschliche Leben. Aber nicht nur das, sondern auch die Zukunft des Menschen. Und auch die Frage, woher kommt der Mensch? Wohin geht er?
Er erweitert seinen Kunstbegriff auf die sogenannte soziale Skulptur. Das heißt auf einen sozialen Organismus, der jedem Einzelnen Selbstbestimmung und Mitbestimmung im kulturellen Bereich, im Rechtswesen und in der Wirtschaft gewährleistet. Beuys ist zum Künder geworden. Handelbare Objekte, auf die der Kunstbetrieb begierig wartet, entstehen nur noch selten. Ein plastischer Prozess ist für Beuys selbstverständlich auch jeder Handgriff bei der Zubereitung des Essens für seine Familie und der Verzehr. Beuys folgt zahllosen Einladungen als Redner auf Kongressen und Diskussionen. Die Leute hören ihm gerne zu, weil er sie davon überzeugen kann, wie sehr er selbst von seinem Werk und seinen Ideen überzeugt ist. Jetzt ist es ein bisschen klarer geworden. Noch einmal, ich habe versucht, ganz absichtlich im Bilde des Schamanen etwas zu sagen, was etwa so heißt. Wir haben einen materialistischen Wissenschaftsbegriff, der behauptet, dass alles das, was der Schamane behauptet, nicht existiert. Nun tritt aber ein Mensch, der in diesem Wissenschaftsbegriff selbst groß geworden ist, und ich habe, bevor ich Kunst studiert habe, Naturwissenschaften studiert, ich kenne also die Methodiken der exakten Naturwissenschaft sehr genau, jetzt tritt ein Mensch auf, der durchaus die Methodik des Materialismus kennt und führt wieder vor, das, was der Schamane vorführt, dass es ganz andere Dimensionen des Lebens gibt, dass es ganz andere Kräfte in der Welt gibt, von denen der Mensch gegenwärtig systematisch durch die politischen Systeme abgeschnitten wird. Das wollte ich darstellen. Kulturrevolution ist keine Hauruck-Methode. Die alten Bäume sterben ab und neue wachsen nach. Sie sind die Zukunft. Der neue Kunstbegriff kann nur evolutionär Wirklichkeit werden. Jeder Mensch ist ein Künstler. Makes the secrets productive. Jeder Mensch ist ein Künstler und macht die Geheimnisse produktiv. Das sind die beiden Kernsätze für eine annähernde Charakterisierung von Person und Werk dieses Künstlers. Beuys, ein Träumer, ein Phantast, ein Utopist, ein unverbesserlicher Weltverbesserer? Auch das. Aber vor allem ist Beuys ein Anreger, ein mutiger Zeitgenosse. Eine faszinierende Persönlichkeit, die nicht das Inferno, sondern das Paradox der realen Utopie beschwört.